Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zum ersten Angriff auf die Camping Solarbox 2.0. Beziehungsweise, wir werden an der Solarbox 1.0, weil die fliegt ja nicht weg, das ist ja mein Baby, noch eine kleine Verbesserung vornehmen, beziehungsweise Veränderung. Zurzeit habe ich hier tatsächlich immer so eine LED dran und muss alles rausziehen, reinstecken, wenn ich irgendwas nicht betreiben möchte. Das finde ich nicht gut, deswegen kriegt das ganze Ding hier noch einen zentralen Ein- und Ausschalter für alle Verbraucher. Das hatten mir einige Leute auch in die Videobeschreibung geschrieben, dass das doch sinnvoll wäre, und das stimmt. Dann nehme ich euch, da stimme ich euch zu. Und wir machen noch was. Wir werden das Ganze noch mit einem schönen Zombie Prevention Aufkleber versehen. Die habe ich mir jetzt bestellt, weil immer mehr Leute gefragt haben, ob es denn was sowas von mir gibt. Also wenn Leute den Channel schauen und dann eine Solaranlage danach bauen, dann wollen die das auch gerne präsentieren. Also zumindest einige. Finde ich voll cool und war mir total unangenehm, dass ich da überhaupt so gar nichts hatte. Einmal habe ich nur das Foto verschickt. Jetzt gibt's das. Wer einen will, schickt mir eine E-Mail und ich weiß es nicht so genau. Also für nichts kann ich nicht hergeben, weil Porto und gekostet hat's irgendwas. Aber da bin ich mir jetzt gerade noch am Überlegen. Aber ich finde es natürlich, einmal finde ich es cool, wenn jemand dann so einen Aufkleber drauf hat. Das ist schon ein bisschen Ehre, ist es schon, aber so ganz ohne wird es nicht gehen. Aber es sind ein paar da, ich habe ein paar bestellt, ich habe auch eine Quelle, ich kann noch ein paar nachbestellen. Wenn einer einen will, schickt mir eine E-Mail. So, jetzt machen wir die Kiste mal auf, bauen hier den Stecker ein, diese Kamera wandert nach oben und ich schätze mal, dann werde ich gleich mit der Camping Solarbox 2.0 weitermachen. Bleibt dran. Ich kann nicht schieben, dass ihr das seht. Achso, okay. Mal zeigen, wie ich den EP Ever festgemacht habe, denn im Moment hängt der erstmal nur mit Klebeband hier drin, weil das mit dem anderen nicht richtig funktioniert hat. Ich habe dann noch Hinweise bekommen, wie ich das besser machen kann, wie ich das festkleben kann. Im Moment ist er jetzt erstmal so drin. Ich weiß, es ist alles andere als hübsch, aber es hat wirklich gut funktioniert, muss ich sagen, bis jetzt. Ja? So, Entschuldigung, erstmal voll gegen die Kamera gestoßen. Hier sieht man das nochmal schön, mit wie viel Heißkleber das Ding festgemacht ist. Aber das fällt ja jetzt demnächst weg. Diese Anzeige wird ja dann gegen die digitale ersetzt, also in der Box 2.0. Findet jetzt dieser MPPT-Laderegler Platz, der zwar mit der Ladespannung nicht so weit hoch geht, aber dafür kein Display hat und gar nichts. Und ihr seht jetzt schon den Größenunterschied. Das ist einfach nur für so eine Box, ist das einfach nur sinnvoll, ja, weil muss ja hier nicht alles Mögliche drin sein. Und dann haben wir hier die, was ist das? Der USB. Dann haben wir hier den Load. Und dann haben wir hier eben die Voltanzeige, die kommen dann alle drei einfach nebeneinander. Und dann ist das gut. Und was nicht dabei war, was mich total ärgert, ist, die haben in der Anzeige was vergessen. Also es gibt hier dieses Plastik, was ich gar nicht benutzen kann, weil das zu lang ist. Die haben die Ringe vergessen. Die Festschraubringe, die waren nicht mit dabei. Das ist total blöd. Naja. Heißt, muss ich die Dinger dann auch irgendwie mit Heißkleber oder so festmachen. Ja, das muss ich mir dann bei der Box 2.0 überlegen. So, wie ich das jetzt mache, da wird es fast besser sein, wenn ich die gegen so Schuhe austausche. Die rote ist die kleine. Einige hatten das in den Kommentaren geschrieben, dass man das nur einmal machen muss. Meine Erfahrung ist allerdings, dass wenn man es nur einmal macht, man es noch viel leichter rausziehen kann. Deswegen bleibe ich dabei. Ich mache das Ganze 3 bis 4 Mal.
Da könnt ihr mir jetzt auch in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Denn die Erfahrung hat mir das jetzt einfach nur gezeigt, dass das mit einmal Krimpen eben nicht hält. So. Ich finde, die sind zwar eigentlich relativ gleich groß, aber hier steht, man soll dann den zweiten benutzen. Schön, schön, schön. Gibt es hier irgendwo Plus und Minus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das nützt mir jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Naja, das werden wir uns dann noch überlegen. Jetzt brauchen wir ein Kabel. Kabel. Und braunes, also stellt euch einfach vor, hoppala, das wäre jetzt rotes Isolierband. Dann haben wir da auch... Ja, schwarz und rot und so. Ihr wisst schon Bescheid. Und der Schieden. So. Da brauchen wir gar nicht. Das Kabel brauchen wir gar nicht, wenn wir ja hier schöne Hülschen dran machen können. Aha! Das machen wir. Dann ist das ja... Huiuiuiui, das wird ja sowas von professionell. Also ich weiß schon, das soll hier verschiedene Größen sein. Ne? Also für mich sehen die gleich groß aus. Das ist wohl eher nur vor dem Kabelquerschnitt. Aber ich mache das halt einfach sehr gern, weil es halt schön hier blau und rot, das unterscheidet das. So. Und so. Jetzt wird sich halt auch wieder irgendeinen geben, der da wieder irgendwas gelesen hat, dass das irgendwie anders sein muss. Ich muss mittlerweile sagen, macht mir das Arbeiten mit der Zange echt Spaß. Aber nicht, weil ich so geil vorschriftsmäßig unterwegs bin irgendwie. Nee. Gibt's bestimmt nur noch 1000 Regeln, die ich nicht beachte. Nee. Ich mag das Knacken von der Zange. Das ist cool. Das erinnert mich an meine Ausbildung. Netzwerkkabel krimpen. Komm, noch eins. Oh, schön, 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 schön. So, also, haben wir das. Und dann müsste dann ja im Prinzip das dann einfach nur hier so drauf und dann da anstecken und fertig. Ist doch ein tolles Kabel. Ja, ich weiß schon, das ist nicht schwarz, aber das ist doch... An sich ist das doch ein Spitzenkabel, also mal ehrlich. Viel vorschriftsmäßiger geht's ja wohl nicht. Zwinker, zwinker, für die schon wieder an die Tasten hauen, ja? Zwinker, zwinker. So. Hier muss ich jetzt rein. So, Wie machen wir das? Am besten, ich mache mir erstmal mit einem Bohrer ein Loch. 4 Stück. Und dann mit dem Messer hier den Rest ausschneiden und dann mich so rantasten, dass ich diesen, was, ich habe leider jetzt gerade keinen eckigen Bohrer. Wenn irgendjemand eine Variante hat, wie man ein eckiges Ding da viel besser reinkriegt, schreibt mir das mal bitte in die Videobeschreibung, weil das würde mich jetzt voll interessieren. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das sonst machen soll. Andersrum? Geht schon mal in die richtige Richtung, würde ich sagen, oder? Ja, doch. Wird schon. Ah, so. Wie viel muss ich denn noch? Hier bin ich noch nicht so richtig. Nicht so. Und vielleicht. Immer noch nicht. Ohohoho. Alter Schwede, ist das cool. So,
So. Das ist natürlich die Frage, wie rum muss man das jetzt aufstecken? Ich habe keine Ahnung. So. Na, jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Ist halt alles auf die Box angepasst, ne? So viel Platz ist hier gar nicht. So. Übrigens, weil wieder Kritik in einem Video vom YouTuber Lars kam, dass er da irgendwas falsch angeschlossen hätte. Nein, dieser Blitz kommt immer. Kommt natürlich manchmal weniger, wenn es eine 12-Volt-Anlage ist und so. Aber dieser kleine Funken, der kommt immer. Und dann sollte man auch immer einen Schreck kriegen. Schreck kriegen ist in dem Fall gut. Menschen mit einem Selbsterhaltungstrieb kriegen da einen Schreck. Ey, das funktioniert! Wie cool ist denn das? Ha! Allerdings ist wahrscheinlich die Spannung in dem Teil im Moment gerade niedrig. Die muss nämlich erst noch aufgeladen werden, die Box. War ja beim Camping ziemlich leer geworden. Mal schauen. 12,3. Wow, die hält die Spannung normalerweise bei 12,7 stabil. Nur mal, dass ihr das wisst. Andersrum. Jetzt müsst ihr hier schauen, hier ist aus. Blitz. Ah, das gefällt mir, das gefällt mir. Sehr schön, sehr schön. Besonders, weil dieser Knopf ein Geschenk war, was ich bekommen habe. Und ich habe nicht so genau gewusst, was ich damit machen soll. Und jetzt findet das so die derartig geniale Verwendung, dass mir das einfach nur das Herz aufgehen lässt. So, und jetzt machen wir das hier zu. Jetzt schauen wir mal. Übrigens hier, das ist nur so weiß, das ist nur so ausgeschnitten, frag mich nicht warum. So. Na, ist das ein Traum? Ha! Ist das ein Traum? Ist das cool? Also das wertet die Box gleich mal um 100% auf. Mindestens. Ist da ein Luftloch? Nein, das ist die Schrift da drunter. Boah, der klebt gut. Scheint mal kein Mist zu sein, den ich da gekauft habe, weil der klebt. Ja, kann ihn wieder abmachen, wenn es wäre, aber der klebt. Der macht doch keine Luftlöcher, das ist alles raus. Hier ist noch ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Boah, ist das cool. Okay, da haben wir den Teil. Schön. Hier hinten, ihr werdet es kaum glauben, kommt dann der Dings wieder hin. Und jetzt haben wir im Prinzip 1, 2, 3, 4 und da die Anzeige. Das dürfte sogar schneller gehen diesmal. So. Einzige, was mich echt ärgert, also hier sind nur so Schuhe dabei. Alles eine Farbe. Ob das geht? Naja. So, also 1, 2, 3, 4, 3 Löcher. Und das vierte habe ich im Prinzip meine Bohrmaschine zu schnell wieder weggeräumt. Soll ich den nächsten Knopf auch wieder hier hin machen? Der sieht doch cool aus, oder? Da. Ich habe auch überlegt,
Ich habe auch überlegt, ob ich die MC4-Stecker hier direkt dran mache, ohne flexibles Kabel, dass die einfach nur hier rausgucken, dass man nur aufstecken braucht. Hat mir auch einer geschrieben, würde er besser finden. Ich entscheide das mal während des Bauens spontan. Hier. Möglichst mittig, ne? Mich ein bisschen tiefer. Ding ist sogar größer wie das alte. Cool. Achso. Okay. Mache ich es einheitlich? Müssen die so. Dann ist es wie bei der anderen Box. So, jetzt bin ich ja doch ein bisschen zu weit nach oben gekommen. Hm? Schaut auf jeden Fall schon mal nicht schlecht aus. Das Ding schaut aus wie genau dahin gewollt. Jetzt muss ich dann nur noch die Dinger von unten irgendwie festmachen. So, liebe Leute, ich habe jetzt viel lang gemacht und getan und gebastelt und jetzt möchte ich euch mal die beiden Boxen im Vergleich zeigen, weil ich habe jetzt ein paar Mal umdisponieren müssen und deswegen ist wahrscheinlich jetzt nicht alles mit dabei. Ihr seht hier nochmal die Camping Solarbox Version 1. Und die hat hier drin eben den IP-Ever-Laderegler, der mir im Übrigen jetzt hier drin besser gefällt. Ich komme auch gleich nochmal dazu, warum. Mit den ganzen Anschlüssen und hier halt den analogen, also hier sehen wir die zwei Anschlüsse und hier die analoge Anzeige und hier halt den Ein- und Ausschalter. Und der Ein- und Ausschalter, der ist klasse. Der ist super. Der ist jetzt auch an der neuen Box dran. Das ist toll. So soll das sein. Dann natürlich meine coolen Aufkleber. Das ist klar. Und hier noch die Kabel rausführen. So, jetzt seht ihr natürlich gleich hier als allererstes den Unterschied. Wir haben hier eine Digitalanzeige, was natürlich toll ist. Was ihr hier übrigens noch seht, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Das sind noch Klebereste. Die muss ich noch irgendwie schauen, dass ich die wegbekomme. Und hier habe ich jetzt die Anschlüsse für die PV mal direkt hineinmontiert. Also hier haben wir noch einen Anschluss, der so, ja, so rumhängt. Und hier haben wir jetzt einen Anschluss, der festmontiert ist. Ich werde das wahrscheinlich auch bei der noch nachholen.
weil hier hinten die Kühlrippen dran sind, kriegt man das Ding tatsächlich nicht besser fest. Zumindest weiß ich im Moment keine bessere Methode, wie mit diesem doch wirklich arg hässlichen Klebeband. Aber wir haben hier schöne 6 Quadrat Kabel komplett verbaut, bis auf hier bei dem Verbraucher, da brauchen wir das nicht. Aber hier bei Batterie und so, ihr wisst ja, dicke Kabel, das ist eine gute Sache. Jetzt kommen wir mal zu dieser Box. Die mache ich jetzt einfach mal hier so rum. Das ist jetzt hier noch nicht final fest, aber sei es drum. Ihr seht, diese Box ist natürlich dem kleineren Laderegler geschuldet, viel, viel kleiner. Der ließ sich auch wunderbar hier festmachen. Das sieht alles viel sauberer und viel hübscher aus. Hier die beiden Kabel, die hier weggehen. Und ihr seht jetzt hier meine, das sind 2 mal 0,75 Quadrat. Also im Prinzip habe ich jetzt immer 2 mal 0,75 genommen, um das hier festzumachen. Das hat jetzt einfach folgenden Hintergrund. Du kriegst hier in dieses Loch von diesen komischen Anschlussteil, die kriegst du gar nicht mehr rein. Und das muss ich jetzt erst ausprobieren. Sollte diese Verbindung hier warm werden, fliegt dieser Teil inklusive dieses Teils raus und dann ist sofort finito. Also das geht dann gar nicht. Also das ist so ein Ding, was mir so gar nicht im Moment gefällt. Genauso hier die Verbindung zu den Batterien habe ich jetzt auch zweimal genommen. Wir reden hier nicht über die Ströme, die dann hier laufen, wenn man beim Camping ist, aber trotzdem geht es mir da ums Prinzip. Und das hier, das ist in Ordnung. Wiederum die Verbindung zum Schalter. Das ist unabhängig davon. Ihr seht jetzt, die Voltanzeige ist aktiv. Und ihr seht aber jetzt auch hier das USB. Moment, muss ich das mal hier irgendwie so halten, dass das aufbleibt. Und wenn ich das jetzt einschalte, dann leuchtet das hier. Das heißt, das ist jetzt aktiv. Das ist immer aktiv. So. Zum Eigenverbrauch von diesem kleinen Laderegler kann ich nichts sagen, genauso wie zur Ladeeffizienz, das muss ich erst rausfinden. Mir ging es jetzt als allererstes mal ums Bauen. Ihr seht auch hier wieder Haufen Heißkleber, dass das auch wirklich fest ist. Und beim Bauen war ich ein bisschen dusselig, da habe ich hier an diesen Schalter 3 Anschlüsse rangebaut statt 2. Den habe ich jetzt hier erstmal totgelegt. Vielleicht fällt mir irgendwann noch was ein, weil ich am Anfang die Voltanzeige damit ranschließen wollte. Aber das ist der Käse. Die Voltanzeige ist ja immer direkt an der Batterie. Da habe ich ein bisschen gepennt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, die Camping Solarbox 2.0 mit der digitalen Anzeige und den fest installierten Abnehmern bzw. Konnektoren, das kann was. Das gefällt mir gut. Das ist eine feine Sache. Ja, bauen war jetzt mit 3-4 Änderungen und deswegen ist es jetzt nicht mit im Video wirklich lang mit dabei. Wer das will, kann im Prinzip sich die Camping Solarbox 1 die Videos anschauen. Das ist eigentlich fast dito das gleiche. Das einzige, was wir jetzt haben, ist eben hier, wenn ich bei der Camping Solarbox Version 1 das hier rausführe, der Laderegler ist hier schon. Ja, das ist jetzt echt ein Problem. Da ist die Frage, kriege ich das hin oder kriege ich eventuell, da müsste ich dieses Teil anbohren und das Kabel hier gleich rausführen. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, weil ich diese fest installierten Kabelausgänge gar nicht so schlecht finde. Muss ich mir noch überlegen. Kann aber was. Finde ich cool. Muss ich dann gleich nochmal ein paar Bilder machen. Ach, das hier übrigens, da habe ich irgendwie, da war Kleber drauf und dann habe ich das auf den Tisch gelegt. Das ist im Prinzip hier irgendwas hier so. Da hat es Tisch rangeklebt. Eieiei, naja. Nichtsdestotrotz finde ich, ist die trotzdem cool geworden. Gut, das soll es bis hierhin schon gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, ein Abo kostet nichts. Ihr müsst ja die Glocke nicht aktivieren, wenn euch das auf den Keks geht. Aber wir kleinen YouTuber sind auf jedes Abo angewiesen. Danke schon mal dafür und habt einen schönen Abend.